Los! So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Du bist auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg, oder? Mehr oder weniger. Wahrscheinlich eher weniger, oder? Natürlich eher weniger. Warte hier und schau mir zu. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Okay, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Mach's doch schon, Mann. Oh, Mist! Komm! Geschafft! Ja, natürlich. Was sonst, ne? Was sonst? Hier, folge mir! Ja, ich folge dir, ja. Ich muss gerade noch meine Hose stecken. Egal. Ja. Was? Okay, egal. Sam! Was? So, jetzt bist du mal dran. Mal. Aber gut. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. Jetzt will ich hoffen, dass du mir folgst. So geht das, Nate. Ja, ich weiß, wie das geht. So was Ähnliches mache ich in 20, 25 Jahren im Klacks. Rette die Welt ein paar Mal. Okay, dann mal los. Okay. Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Na? Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt, ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Jahren draußen bist... In ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey, das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Ah, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Ah, es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh?
Freut mich auch. Da muss schon etwas mehr kommen, mein Freund. Acabemos con esto. Na los. Elimínalo! Chingada, este gringo sabe pelear, eh? Ja, gringo, ja. ¿Te gusta esto? Golpéalo! ¿Eh? A ver cómo te sales de esta, cara. ¿Qué tal esto? Lass mich los, Arschloch! Lass mich los, Arschloch! Rámenmelo! Und direkt zurück! Lucha como un hombre! Alter Junge. Hey, du willst es so. Toma esto, pendejo! Dale una paliza, amigo. Está. Esto es por meterte con nosotros. ¡Sí, Gustavo! Sí, sí, sí. Ahora sí, pendejo. Pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Oh, hey! ¡Ese gringo, amigo! ¡Helos! ¡Oh, fuck! ¡Sí, Gustavo! ¡Mist! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Las miclos! ¡Ya basta! ¡Ok! ¡Jetzt! ¡Ya lo tiene! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltame! Das war kein Kampf. Huh? Oder, Kleiner? Te voy a matar, gringo, come mierda. Hey, ruf mich an, wenn du groß genug hierfür bist. Te voy a sacar tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, eh? Abre. Ach, komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ah, wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ach, ey, 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 ey. Schon gut. Langsam. Ach. Ne chill, Junge. Hey, calmate. Ein höllischer Ort. Infernal place. Infernal place. Hey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Ich kenne auch schon die Treppe rauf. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Keine Ahnung, was du sagst, aber wird schon richtig sein, oder? Hey, schöner Tag, nicht? Na, super Tag. Oh, diese Lichtstrahlen. Hey, und schwül. In Panama. Na, hey, Panama. Wie sind wir gefängst in Panama? Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene Prison Break. Uncharted. Immer gefängst in Panama. Nos encargamos de él. Muévanse! Quietense, cabrones! Hey, hey. Tranquilízate. Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Ja, sowas von. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Findest du früh genug raus. Te lo advertí, pero no escuchaste. Oh, fuck. Typisch Panama-Gefängnis. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Nichts. Atrás. De este encargo. Bien. Okay. Gefängnisse in Panama sind immer übel. Eine Prison Break, Uncharted 4. Bestimmt fallen mir noch ein paar ein. Wie bringst du mich eigentlich? Sie
Listo. Por favor, para, para. Nein, nein, nicht da lang. Oh, okay. Sorry. Nach dir? Das sieht nicht gut aus. Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Ja, das mag schon sein. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Sieht wirklich nicht danach aus. Links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur, ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwel. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Danke. Nicht vor. Vielen Dank, Vargas. Ja. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse, danke. Ja, danke. Also ein Inside-Job. Dass ich das überhaupt mal sage. Na bitte, Kinderspiel.